Rummel stattfindet. Wir rechnen damit, dass die Wagen jeden Moment auf die Strecke gehen werden, um das heutige Training zu starten. Es gibt auf dieser Strecke also sehr viel zu tun. Worauf sollte man denn achten, wenn man fürs freie Training in das Auto springt? Man muss zuerst grundlegende Tests vornehmen. Funktioniert das Auto richtig? Sind die Streckenbedingungen? Solche Dinge eben. Dann geht man ins Eingemachte und führt Test-Sessions durch, in denen man Daten sammelt, neue Teile ausprobiert und alles Mögliche einstellt. So viel echtes Training findet gar nicht statt. Viele der Fahrer kennen die Strecke bereits sehr gut, sei es durch vorige Rennen oder den Simulator. Und damit herzlich willkommen zurück zu einem weiteren Part von Formel 1 2016 hier im Renault-Team. Wir sind hier im ersten freien Training von Bahrain. Und ja, die sagen, wir sollen auf den Mediums fahren. Dann gucken wir mal auf die Session-Info. Streckenakklimatisierung, Reifenmanagement und das Qualifying-Tempo. Ebenso schneller Sektor 3. Okay, man hat es gehört. Ja, ich werde versuchen natürlich hier direkt mal die Streckenakklimatisierung zu schaffen. Ja, das werden wir versuchen. Nach dem ersten Rennsieg von Australien will ich natürlich jetzt hier in Bahrain auch zeigen, was ich kann. Vielleicht ja auch in ein besseres kommen. Nach dieser Saison. Mal sehen, was hier alles kommt. Wir sind ja auf den Mediums jetzt erstmal unterwegs auf meinen Lieblingsreifen. Und die Strecke altbekannt mittlerweile. So. Erstmal hier ein bisschen die Reifen aufwärmen. Und die Bremsen natürlich auch aufheizen. Man kennt es. Ja, ich hoffe natürlich hier wieder relativ vorne mitzufahren in meinem Renault. So. Sehr schön. Ja, und die Kurve natürlich sehr schlecht. So, mal auf 64% stelle ich die Vorderradbremse. So, sehr schön. Ja, für 5 Runden Sprit dabei. Und dann geben wir Gas in die erste schnelle Runde. So, Streckenakklimatisierung hat gestartet. So, sehr schön klappt das alles hier. Sehr sauber. Ja, mal sehen, wie viele Punkte es gibt. So, sehr sauber. Ja, einen roten Punkt nur zu verzeichnen. Ja, zweiter roter Punkt, den habe ich natürlich nicht bekommen. Das muss in der nächsten Runde besser sein.
Ja, aber wir kommen gut an die Punkte ran. Das ist das Wichtige in der Streckenakklimatisierung. So, auch sehr sauber bekommen. So. Ja, werde ich versuchen, mal ein bisschen langsamer die Strecke fahren. Ja, wieder zwei rote. Damit komme ich wieder nicht in den violetten Bereich. Nur 290 Punkte. Ja, leider wieder kein Violett. Einen grünen Punkt bisher, aber keinen roten. Ja, ich bin mich hier ein bisschen am Konzentrieren jetzt gerade. ...285 von 445. Ja, und sehr weit raus. Ein roten Punkt. Scheiße, zwei rote Punkte. Ja, und leider wieder nicht die 445. Ja, dann würde ich sagen, gehen wir auch in die Garage zurück. Gucken uns mal an, was wir da reißen konnten. Und nur 30 von 50 Punkten, okay. Dann würde ich sagen, versuche ich es auf ein neues. So. So. Und auf geht's. Erstmal sind 325 Punkte angepeilt. Ja, wenigstens fährt der in die Box. Thank you.
Ja, sehr weit draußen. Scheiße, scheiße, scheiße. Aber uns bleibt ja auch noch das zweite freie Training. Ja, also diese 325 Punkte sollte ich hier jetzt eigentlich problemlos schaffen. Ja, die ersten 325 Punkte problemlos. 410. Ja. So auf keinen Fall. Ja, immerhin im grünen Bereich. Ja, und wieder verbremst. Scheiße. Also es ist doch schwer, hier alle Punkte zu erwischen. Ja, die Runde war richtig schlecht. Nur 250 Punkte. Das ist die letzte Runde des Programms. Die letzte Runde des Programms. Ja, versuchen wir es nochmal. Oh, und Bottas steht da mitten auf der Strecke. Ja, Vettel vor mir. Konzentration ist alles bei sowas. Ja, das wird eng, das hier zu schaffen. Aber sieht gut aus. Ja, wir haben es geschafft. 445 Punkte. Ha, herrlich. Ja, und ich würde sagen, wir gehen direkt wieder zurück in die Garage. Und haben es geschafft. 50 von 50. Ja, wir sind mit 3 Sekunden vor Hamilton. Gar nicht mal so verkehrt. So, schneller Sektor, die schnellste Zeit für den dritten Sektor ohne Kurven zu schneiden. Okay, das werden wir noch hinkriegen. Ich würde sagen, wir versuchen es dann mal mit dem Reifenmanagement. Wird wieder schwer, aber sollte zu schaffen sein.
So. Auf geht's. Daumen drücken und hoffen. Ja, das ist natürlich ein sehr hoher Reifenverschleiß. Ich werde es hoffentlich hinbekommen. Ja, roter Bereich, sehr hohe Reifenabnutzung. Gerade mal 5 Punkte. Wird eng. Ja, schon wieder Kurs vom Roten. Im Training 1 wird es also nichts mit dem Reifenmanagement. Das kann ich jetzt schon mal voraussagen. Sind zwar jetzt im Grünen. Sollte 10 Punkte geben, ja. Auf ein neues. Ja, wenn es so bleiben würde, wäre ich richtig zufrieden.
Ja, noch 2 Minuten Zeit hier in dieser Trainingssession. Ja, aber immerhin im grünen Bereich gibt erneut 10 Punkte. Also jetzt die letzte Runde versuchen, auch im grünen Bereich, dann hätte ich es geschafft. Ja, das war extrem abgekürzt. So, sieht gerade sehr gut aus mit dem nächsten grünen Bereich. Ich hoffe es gerade ein bisschen. So, sehr schön. Jetzt hier nichts kaputt machen an den Reifen. Und wir sollten die 35 Punkte haben. Ja, haben wir. Gut. Damit haben wir wenigstens die 35 Punkte zusammen. Ja, 30 von 50. Das muss besser sein. Schneller Blick auf die Reihenfolge am Ende dieses Trainings. Hier sind die Top 3. Ein Renault, Hamilton und Sebastian Vettel. Danke, dass Sie heute beim freien Training dabei waren. Wir sind in Kürze mit noch mehr Formel 1 zurück. Ja, Platz 1 im ersten freien Training von Bahrain. Und lad bitte schneller, liebes Spiel. Ja, eine Strafe bekommen. Ja, wir gehen direkt ins zweite freie Training. Und würde sagen, wir versuchen es mal direkt mit dem Qualifying-Tempo. Dann hätten wir das nämlich auch erledigt. Und dann habe ich noch genügend Zeit für das letzte mit dem Reifenmanagement. So, auf geht's. 21. oder besser. Okay, das sollte kein Problem werden. Auf geht's. Status Teamkollege. Tut uns leid, aber diese Information können wir dir gerade nicht geben. Ja. Kann er mir nicht geben. Er ist noch nicht gefahren. Okay. Alles sauber. Ja, und hinter der Kurve direkt das DRS finde ich eigentlich unnütz. Aber so ist die Formel 1. So, auch sauber bekommen hier.
So, wir sind im dritten Sektor drin, ne? Ja, Wehrlein eine 1,46,2, die sollten wir schlagen können. Ja, wir fahren diesmal richtig in die Garage zurück. Auch wenn wir jetzt noch mal schneller sind. Oder nee, die Kurve, die kriege ich nicht zurück zur Garage. Ja, perfekt. So. Vollende eine Runde mit minimaler Reifenabnutzung im Reifenmanagement-Trainingsprogramm. Okay, dann würde ich sagen, wir starten rein nochmal in das Reifenmanagement-Programm. Natürlich hoffen, dass es alles glatt geht. So. Auf geht's. Ja, Daumen drücken, dass ich es alles so hinkriege. So, konzentrieren ist angesagt. So, Konzentration ist hier das A und O gerade. Ja, und hier sehen wir, der Reifenverschleiß geht extrem in die Höhe. Eieiei, das wird hart, das so zu halten. Ah, das sieht sehr gut aus. So. Ja, noch 20 Punkte. Boah, das ist hardcore hier, dieses Reifenmanagement-Programm.
Ich finde es echt hardcore, dieses Reifenmanagementprogramm hier. Ja, immerhin grüner Bereich. Ja, aber sehr weit draußen. Ist natürlich bitter für die Reifen. So, sehr schön. Kaum Abnutzung. Nur noch 10 läppsche Punkte. Ja, hoffen, dass ich jetzt hier noch im grünen Bereich bleiben kann. Ja, bitter. Roter Bereich. Ja, 30 Punkte. Ja, die ersten Kurven klappen wunderbar. Da bleibe ich dann auch echt in diesem violetten Bereich. Aber dann geht's rapide abwärts. Ja, sehr starke Abnutzung. Ja, ich versuche einfach nur die angepeilte Zeit zu schaffen. Plus die Reifenabnutzung nicht so hoch zu haben. So, die letzte Kurve. So, wieder grüner Bereich. Mal gucken. 40 von 60 Punkten. Gehen wir mal wieder zurück in die Garage. Und hoffen, dass ich diese Punkte... 30 von 50. Ich habe zwar hier alles abschließen können in den Teamzielen, aber nur 30 von 50. Ja, da würde ich sagen, versuche ich es mal mit den Mitteln. Noch habe ich ja eine Trainingssession auch Zeit, um es irgendwie hinzukriegen. Irgendwie muss es doch machbar sein. So, auf ein neues. Ja, und die sind schon gut abgenutzt, diese Reifen. So, auf ein neues. Wir sind weiterhin auf dem ersten Platz. Und auf geht's. Thank you.
So, sehr schön. Sehr schön im violetten Bereich da. Also, was soll ich dazu sagen? Es ist wirklich schwer, meiner Meinung. Meine Meinung dazu. Wirklich schwer, hier im violetten Bereich zu bleiben. Ja, so soll es bleiben. Ja, ich werde jetzt hier einfach ein bisschen langsamer fahren und sanfter bremsen. Ja, Jeff soll eigentlich mehr oder weniger die Klappe halten. Jeff, halt den Mund. Es sollte nicht regnen, falls sich eine Sturzflut entwickelt, lassen wir es dich gleich wissen. Ja, da sagt er mir den Wetterbericht an. Ja, und wieder eine optimale Reifennutzung bisher. So, sehr geil. Richtig schön in dem pinken Bereich drinne. Violett, pink, was das auch immer sein mag. So, ich lasse lieber den Sainz vor mir, als hier wieder auf so eine harte Reifenabnutzung zu gehen. Na gut, jetzt ziehe ich einfach mal vorbei. Ja, das sollte reichen. So, Sainz natürlich jetzt richtig hart hinter mir. Aber ich will ja die Reifenabnutzung optimal haben. Er hat wieder... Ja, das war jetzt nicht so gut, dieser harte Bremser. Aber es sollte doch klappen, auch die dritte Runde in Folge im violetten Bereich zu sein. Also, liebe Freunde, wenn ihr Probleme habt mit dem Reifenmanagement-Dienst, fahrt die Runden langsam. Ihr habt genug Zeit vom Team für die Runden zu absolvieren. Dann fahrt lieber etwas langsamer die Runde. Dafür habt ihr dann die Zeit, um die optimale Reifenabnutzung zu schaffen. Ihr seht es, ich habe es geschafft, 45 Punkte. Ja, die letzte Runde möchte ich natürlich jetzt auch versuchen, zumindest optimal.
Ja, Training 2 gleich vorbei. Der Part läuft hier schon seit über 40 Minuten. Aber egal. Dafür werden die Qualifyings ja nicht so lang. Ja, und wieder optimal bisher. Hoffen, dass die letzte Kurve im Optimalbereich bleibt. Ja, und wunderbar, es bleibt im optimalen Bereich. Sehr schön. Und wir gehen in die Garage zurück. Ja, 50 von 50, 50 von 50. Also alles problemlos. Also, ich habe das geschafft, was ich schaffen wollte. Ich bin wieder auf der 1 mit einer 1,39,5. Rosberg 2,7 Sekunden hinter mir. Besser kann es eigentlich nicht laufen. Und ich würde sagen, wir gucken uns jetzt gerade einmal schnell den Laptop an. Einmal hier. Ja, 840 Punkte. Und wir reden nicht lang. Wir starten rein ins dritte freie Training. So, da gucken wir mal. Wir haben es ja geschafft. Wir haben ja alles mit 50 Punkten abschließen können. Deswegen, Jeff, gib mir mal das Setup. So, Autoeinstellung, ja, Benutzer definiert, das bleibt alles wie es ist. Und ich würde sagen, wir gehen, nein, nicht auf die Session, sondern auf die Strecke, fliegende Runde, wie ich es gerne mache. Und legen dann einfach mal eine schnelle Rundenzeit hin, hier in Bahrain. So, auf geht's. In die schnelle Runde, fett. Und wir cruisen jetzt hier einfach nochmal ein paar Runden. Eine, zwei, ich kann es nicht ganz genau jetzt sagen. Wir haben alle Ziele erfüllt im Training, die erfüllt werden sollten. Und deswegen können wir hier jetzt das dritte freie Training ganz gemütlich angehen lassen. So, Gas geben. Und dann haben wir jetzt gleich den zweiten Sektor auch schon hinter uns. So, komm. Perez mit einer 1,44,4. Das ist natürlich mal eine Hausnummer. Ja, und da sehr weit draußen. Die Runde war nix. Mal gucken, was die Rundenzeit jetzt im Endeffekt noch sagt. So, letzte Kurve. Wenn ich natürlich, die 1,30 werde ich nicht packen mehr. Doch, 1,39,9. Da gucken wir mal, ob wir hier nochmal eine Zeit verbessern können. Button jetzt vor mir.
Macht da aber auch richtig schön Platz. Ja, ich versuche noch mal eine schnelle Runde jetzt hier irgendwie hinzulegen. Ja, hoffen wir, dass wir so wenigstens noch ins Ziel kommen. So, 1,1 schneller. Ja, und eine 1,38,8 sollte uns doch genügen, um wieder Erster zu werden im dritten Training. Ja, Reparaturzeit vom Flügelschaden. So, wir gucken uns die Zeit an. Ja, gar nicht so schlecht. Mal gucken, was die anderen noch machen. Rosberg mit einer 1,42,9. Ich spule extra mal jetzt vor. Ja, 175 von 175 Ressourcenpunkte konnten wir verdienen, haben wir auch bekommen. Räikkönen mit 3,9 Sekunden hinter uns. Und es sieht so aus, als ob wir es doch wieder schaffen, auch hier unseren Rivalen Palmer zu schlagen. Nur Platz 20 für ihn. Und was sagt die Zeit? Zeit ist jetzt abgelaufen. Ja, wieder Erster mit 3,6 Sekunden vor Vettel. Hamilton auf dem, ein bisschen abgeschlagen finde ich, Platz 7. Unser Teamkollege Palmer nur Platz 20. Und wir gehen dann nochmal ins Büro zurück. Und wir hören uns mal die Voicemail an. Hi, wie geht's? Hier hast du die Ziele für das Qualifying am Wochenende. Ja, werde 14. oder besser und besiege Palmer. So, wir gucken einmal auf dem Laptop. 16:3. Gar nicht so verkehrt, aber wir haben wieder schön viele Punkte sammeln können. Und wir haben 864 Punkte. Ich habe mich ja mal ein bisschen erkundigt, was man am besten macht. Deswegen werde ich jetzt mal den Luftwiderstand machen und die Treibstoffeffizienz. Noch 300, schade, es reicht nicht. Mir wurde halt gesagt, immer 1, 1, 1, 1, außer bei, sobald man überall alle drei hat, dass man dann sagt, so, jetzt gehe ich erstmal nur auf die Motorleistung. Mal sehen, ob ich es so hinbekomme. Wenn euch dieses freie Training gefallen hat in Bahrain, gebt einen Daumen nach oben und bis zum nächsten Mal. Ciao.